zweite Runde unserer Webinarreihe im Rahmen der GOTT Online Week 2015. Herzlich willkommen allerseits. Hallo Meral, heute aus dem Landhaus Tirol. Genau, ja, hallo. Ja, so kann zum Beispiel Trello ausschauen. Also im Grundprinzip ist es ein Projektmanagement-Tool, wo ich gemeinsam mit anderen erstens eine Terminplanung machen kann und zweitens auch Aufgaben verteilen kann an verschiedene Projektmitglieder. Und ihr seht es, ich habe da geschrieben, das ist etwas Neues und jetzt schreibe ich noch was dazu. Das ist live aus dem Webinar, schreibe ich jetzt, jetzt schicke ich es ab. Und genau. Was passiert? Es ist da. OmniFocus ist ein sozusagen Standalone-App für Mac, spezifisch für Mac und in der aktuellen Version 2 integriert sie sich unglaublich gut in alle bestehenden Produkte von Apple und deshalb ist es zu verwenden sehr angenehm. Auch die Möglichkeit meiner Fotokunden direkt auf ihre Fotos zuzugreifen, das ist alles bei mir zu Hause und das will ich auch nicht aus der Hand geben. Und kaum ein webbasiertes Operating-System, das angenehmer zu benutzen ist als das von Synology. Also schwer zu empfehlen, hat natürlich höhere Investitionskosten zu Beginn. Genau, also kostet so mit Festplatten 300-400 Euro, glaube ich, muss man schon rechnen. Dafür kann man nach oben hin kaum Grenzen einziehen. Also ich kann damit auch 20 oder 30 Terabyte ins Netz bringen, wenn ich möchte, von zu Hause aus. Genau. TitanPad. Wenn ich jetzt da drauf drücken würde auf Create Public Pad, dann entsteht ein Etherpad, in dem wir eben gemeinsam schreiben können. Was man aber auch machen kann und was noch viel cooler ist, man kann dem sagen, man kann ihm einen Namen geben, indem ich da oben einfach in der Zeile oben zum Beispiel Werte digital eingebe. Und dann fragt er mich, ob ich so ein Etherpad erstellen will, also ausprobiert. Also das heißt, es ist vollkommen synchron. Wir arbeiten alle gleichzeitig. Man kann Schrift Fade machen, Kursiv machen, Unterstrich machen. Ja, wunderschönen guten Morgen, wenn ich das noch sagen darf, um 11:30 Uhr mittags. Es freut mich sehr, dass ich heute kurz mit dabei sein darf. Ja, wenn Sie ein Bild von mir haben, dann werden Sie sehen, dass ich also nicht mit diesem Thema zur Welt gekommen bin, dass ich also mich erst später mit dieser digitalen Welt auseinandersetzen habe müssen, vielleicht ein bisschen mehr geplagt worden bin, wie die jungen Menschen, die praktisch schon von klein auf sich damit beschäftigt haben. Trotzdem weiß ich, und deswegen sitze ich auch heute hier, wie wichtig in der heutigen Welt diese digitalen Medien sind. Ja, jetzt habe ich also meine Idee hier auf die Wand gepostet. Genau. Und ich kann die Idee von Martin nehmen und zu meiner Idee dazugeben, von David nehmen und dazugeben. Ich kann die Wand, die Rückwand der Wand individuell gestalten. MindMeister ist im Grunde was Ähnliches, ein kollaboratives Mindmapping-Tool, was im Grunde schon alles dazu sagt. Wenn man gern mit Mindmaps arbeitet, dann ist das eine feine Lösung. Allerdings kann man, glaube ich, in der Freemium oder in der Free-Version nur 3 Minds anlegen und darüber würde es etwas kosten. Das heißt, da ist es ein bisschen sozusagen nicht ganz, es ist schnell nicht gratis, unter Anführungszeichen. Genau, also Christian empfiehlt hier auch noch KQ als kostenlose Alternative. Ja, also
Kaku ist aus meiner Erfahrung wesentlich unkomplizierter als MindMeister. Also ich habe beides probiert und vor allem kann man Kaku mit dem Google Drive gemeinsam nutzen, was die Zusammenarbeit noch wesentlich erleichtert, und es ist kostenlos. Man kann synchron sofort arbeiten, man muss sich nicht anmelden, man kann zeitnah arbeiten. Also das ist wirklich ein tolles Instrument. Sehr schön. Danke. Danke, Christian. Ja, vielleicht nochmal kurz zurück auch ins Landhaus in Innsbruck, bevor wir dann schließen. Ja, letzten Wunsch. Danke. Also das war sehr interessant, muss ich sagen. Ganz ein neues Erlebnis für mich. Also ich wünsche Verdedigital.at alles, alles Gute. Ich finde ganz wichtig, über dieses Thema zu sprechen, viele auch auf Ideen zu bringen, das zu unterstützen. Und gerade die Meldung hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubinden, auf sie zu hören. Und da ist auch dieses Medium natürlich ideal dafür. Und das könnten eigentlich schon meine Schlussworte sein, weil alles, was an guten Ideen für Unternehmen entwickelt werden, das macht einen erfolgreichen Standort aus. Und das ist das, was wir brauchen. Und dafür herzlichen Dank. Danke. Tschüss.